so schwer. Wenn ich mit dem Auto allein fahre, dann setzt das nie um. Ja, genau. Da dran liegt es. Ich sag mal, es fährt ja auch ohne. Da sind sie aber noch nicht drin. Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Guck hallo. Mal, was hier Schönes hinter uns steht. Das ist der Lowlight, den der Florian die letzten 3 Jahre restauriert hat. Heute machen wir die erste Fahrt. Und damit ihr wisst, wie der vorher ausgesehen hat, gibt es jetzt noch mal einen kleinen Rückblick. Hier ist er, der Gute, die 18-13-10. Ja, fährt, läuft, sieht gut aus, alles top. Ein paar Sachen müssen noch gemacht werden. Türverkleidung innen bin ich noch ein bisschen dran. Und ja, halt so ein paar Kleinigkeiten. Inzwischen ist ein Teppichsatz drin, die Sitze sind drin. Ich habe mich entschieden für Cobra Sportsitze, weil die anderen die Gestelle auch sehr, sehr schlecht waren und das dann ziemlich lang dauert. Da gibt es keine guten Sitzbezüge dafür und deswegen sind jetzt erstmal die hier drin. Motor ist drin, läuft, Elektrik funktioniert. Ja, ist eine Menge passiert, geschehen und jetzt ist er fertig. Fast. Er muss ja jetzt noch ein bisschen gefahren werden, um zu gucken. Hier und da hat man noch eine Kinderkrankheit, da muss noch was nachgebessert werden, da und da und da. Aber alles in allem geht das schon mal echt ganz gut alles. Bevor wieder das Genörgel rumgeht, wir fahren natürlich mit roten Nummern und die haben wir jetzt natürlich beim Filmen abgemacht. Aber wir fahren natürlich nicht ohne Zulassung illegal hier durch die Gegend. Das ist ja verboten. Das machen wir nicht, um Gottes Willen. Ja, hier ist er. Hallo Leute. Der seit 81 abgemeldet ist. Kurze Zeit nachdem ich geboren wurde, wurde es stillgelegt. Und jetzt, wo ich 42 bin, fährt er wieder. Ja, war viel Arbeit, viel Arbeit, war schon sehr, sehr viel zu schweißen, aber jetzt ist er genau so, wie ich mir das damals vorgestellt hatte. So ist er jetzt. Und so bleibt er jetzt. Bis auf ein paar kosmetische Sachen und so weiter. Aber fährt sich wirklich gut, hat auch eine gute Höhe. Ja, mit den Felgen finde ich jetzt auch nicht schlecht, mit den Fuchsfelgen. Im Gammel-Look so ein bisschen. Ja, verbaut ist ein 30 PS, wie es gehört. Ich mache mal hinten den Maschinenraum auf. Die Kabel, das muss natürlich alles noch ein bisschen schön verlegt werden, so wie es gehört. Der Motor ist Baujahr entsprechend auch passend zu dem Fahrzeug, weil da war ja kein 30 PS drin, als ich das Auto gekriegt habe, da war ja ein 34 PS drin, ein neuerer. Und jetzt ist wieder ein 30 PS drin aus 57 laut Motornummer. Und der läuft auch echt gut. Luftfilter habe ich jetzt hier so einen Pilzluftfilter drauf gemacht, weil der originale, der ja hier so rüber geht mit so einem Rohr, der hat halt leider auch gefehlt, da ja auch der falsche Motor drin war. Und der ist schon sehr teuer. Und ich werde dann wohl auch auf eine Zweifachvergaseranlage noch umrüsten. Auf dieses Auto-Technics, wie ich es auf dem Brezel auch drauf habe. Jo, Abarthauspuff ist verbaut. Und Motor halt komplett abgelichtet. Gebläse technisch alles alt gelassen. Also von dem Lack her, die Verblechung ist nicht neu lackiert. Weil das würde ja dann nicht ganz so gut passen zu dem patinierten Auto. Hier fehlt die Kennzeichenleiste noch. Das ist die falsche. Felgen sind wie gesagt vorne 4,5, hinten 5,5. Und Bremse ist vorne eine CSP-Scheibenbremsanlage verbaut in 5x130. Hinten habe ich
Adapter von 5x205 auf 5x130, sodass die Fuchsfelge passt. Dementsprechend brauchte ich dann auch keine Spurverbreiterung. Und ich finde, das steht so gut. Weil ich erst überlegt hatte, Trommeln in 5x130 dann da drauf zu machen. Aber das ist bei dem alten Getriebe doch gar nicht so einfach. Da muss man sich was bauen. Und sollte ja, getriebemäßig war ja drin und das sollte ja alles original bleiben. Und ist es jetzt auch. Ja. Tja, was soll ich sagen? Ich bin begeistert von dem feinen Fahrzeug. Die Dichtungen sind halt alle neu, deswegen die Hauben. Das muss noch etwas mit Schwung zugemacht werden. Vorne, die steht auch noch ein bisschen hoch, weil die Dichtung sich noch drücken muss. Türdichtungen sind dann nicht verbaut, weil das keine schöne Arbeit ist, dass ich da eigentlich noch nicht so wirklich Lust zu hatte. Ich sag mal, es fährt ja auch ohne. Da sind sie aber noch nicht drin. Da würde ich sagen, will ich den Motor mal anwerfen und dann geht's mal eine Runde los mit Vollgas und Gebrüll. So, da will ich mal Rennklettern in den Käfig. Sehen, ob ich reinkomme. Lang kann ich den nicht mehr fahren, da bin ich so alt dafür. Muss ich einen Treppen, einen Lift noch zum Rausziehen. Einwandfrei. Genau, daran liegt's.